Das ist die erste Sendung von TV1. Schön sind Sie dabei. 31.03.13. Ein perfektes Datum zum Starten. Ein Datum, das man sich gut merken kann. Und zudem ist noch Ostersonntag. Damit unser Programm attraktiv, vielseitig und interessant ist, braucht es eine tolle, motivierte Mannschaft. Und die möchte ich Ihnen in dieser ersten TV1-Stunde vorstellen. Ich arbeite gerne mit Leuten zusammen und ich freue mich auch wirklich darauf, um dann die Schminken oder Gäste schminken, die kommen in den Talks, und mit denen dann auch unter vier Augen reden können. Und ja, ich bin gespannt, was die mir denn zu erzählen haben. Ja, ich finde es eigentlich eine ganz interessante Weiterentwicklung von meinem Werdegang. Einerseits die Erfahrung beim Radio, schon Mikrofonerfahrung, aber ohne Bild. Und jetzt in der Funktion als TAG-Pressesprecherin. Also ich schreibe jetzt mehr, bin jetzt mehr hinterm Computer, man sieht mich nicht. Man kann nur meine Texte dann einmal in der Zeitung lesen. Bin natürlich im Foyer am Arbeit, bei der Veranstaltung, aber so bin ich eigentlich jetzt nicht zu sehen oder zu hören. Und jetzt wieder ein Schritt, sage ich jetzt mal, mit voller Wucht zurück, mit Bild und mit Ton. Das finde ich sehr interessant und habe diese Mutprobe eigentlich ganz gerne angenommen. Die Erkenntnisse zum einen, dass es mit mir vielleicht funktionieren könnte. Ich hätte das persönlich nicht unbedingt gedacht. Ihr habt letztes Mal gesagt, dass ich eigentlich das perfekte Radiogesicht habe. Dass ich da jetzt im Fernsehen sein darf, ist für mich so die erstaunlichste Erkenntnis. Aber es soll offenbar funktionieren. Jetzt geht es zwar noch, aber wenn man dann drinnen steht und weiss, jetzt gilt es ernst, Teleprompter vor den Augen, dann denke ich, pöchelt das Herz schon ein bisschen mehr als sonst. Gut, das ist natürlich, erfordert schon ein bisschen ein Umdenken für uns, weil vorher eben haben wir es können mit Einzelbildern machen. Und jetzt musst du halt viel mehr ein bisschen vorausschauen und schauen. Oder eben halt auch andere Perspektiven wiederfinden, wo spannend sein können für die Leute. Medien im Allgemeinen habe ich eigentlich immer nur als Interviewter oder Befragter erlebt. Und ich finde es eigentlich spannend, wenn man das mal selber machen darf, wenn man mal auf der anderen Seite ist. Für mich ist das eine tolle Erfahrung und wer weiß, was daraus wird. Es ist das erste echt liechtensteinische Fernsehunternehmen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und es hat ein Risiko. Es muss gut funktionieren. Sonst haben wir natürlich ein Problem. Aber wir sind überzeugt, dass die Frau und Mannschaft vom Volksblatt das bestens macht. Und dass TV1 nicht nur hier startet, sondern ein fester Bestandteil von unserer Medienlandschaft wird. Herzlichen Dank, dass Sie dabei sind beim Start von TV1. Auf Wiedersehen und einen schönen Abend. Und Prost.